Guck mal hier, dies mein Poesiealbum. Schau mal rein in mein Poesiealbum. Schwarz auf weiß in mein Poesiealbum. Hallo Deutschland, kennt ihr mich noch? Kennt ihr das noch? Echten Hip-Hop. In einem Land, wo man sogar mit einem Hip-Flop, wo der Soul keine Seele hat, der Rock nicht rockt. Wo man Funk auf der Funke nicht überspringt und der Reggae leider nach Schlagerliedern klingt und der Rap so eine schlechte Reputation hat. Wer kann dieses Gefühl von damals wiederbringen? Wer bitte, wer kann es sein? Sag mir den Namen und ich nehme ihn unter Vertrag oder die oder sie. Ganz egal, wer es ist, hast du bitte meine E-Mail und eine Nummer parat. Nein, es gibt keinen, denn die Sänger singen und die Rapper klingen, als hätten sie nie Hunger gehabt. Und sogar besser mit deiner Dalle Lieder umsonst, wie keiner mit Geschmack hätte die hier runtergeladen. Denn nun ist es da, unmittelbar, 100 Karat. Warum ich das sage, ich bin so brillant, so phänomenal, fundamental, radikal, so wie in jüngeren Jahren, als ich direkt aus dem Untergrund kam und diese Position, die ich mir hier erarbeitet habe, kann keine Geldsumme bezahlen, aber ich komme nicht klar auf diese ganzen Rapper, die scheinbar nichts wissen über diese Kunstform und deshalb muss ich die Massen von Neuem bekämen, das Verständnis für unsere Kunstform, denn ich hab dieses Haus hier mit aufgebaut, ich hab's demoliert, ich hab's renoviert, ich bin der Super MC, ich bin das Buch von Jay-Z, ich hab Rap für die Massen hier dekodiert, definiert, etabliert und noch mehr schlaue Worte mit dir, und wenn ihr vermutet, ich sei hier der beste Poet, dann vermute ich, dass ihr euch nicht irrt. Ich bin nur ein Fremder und habe mich aus Versehen hier verirrt. Ja, es gibt tausende Rapper da draußen, auf wen interessiert's? Guck mal hier. Guck mal hier, dies mein Poesiealbum. Schau mal rein, lies mein Poesiealbum. Schwarz auf weiß in mein Poesiealbum. Ich bin so Schiller, so Goethe, so bitter, so böse, noch immer der größte Poet, der ihr lebt. Wenn ihr jetzt noch mehr wollt, fütter ich euch deutschen Dichterreime, bis ihr alle brecht wie Berthold. Das ist für mich echter Erfolg, wenn der Text noch mehr rollt. Und ich schein wie der Morgenstern, aber dass ihr alle aus den Reimen und den Worten lernt. Meine Damen und Herren, was würde ich bloß tun, hier wär ich nicht Rapstar. Wahrscheinlich ich der neue Erich Kästner. Lass die ganzen Leiterscheine fertig lästern. Du durch heuren Hass werd ich besser, kletter hoch auf der Karrieretreppe. Oh nein, das heißt Karriereleiter. Wenn's ein Fehler war, dann nur ein derbe Kleiner. Und ja, ich bin ein sehr gemeiner Rapper, der aus der Masse heraussticht. Du bist einfach nur irgendein. Was du machst, interessiert überhaupt nicht. Wünsch, der Flow wäre mehr wie meiner. Kannst gern probieren zu kopieren, doch ich glaub's nicht, dass du es schaffst oder raffst, was ich mach, wie ich's mach. Wenn ich's mach, ist es einfach unglaublich. Es ist wie Ben Bell im Tell und William Shakespeare. Auf Crapbeer nach ein paar Packs Bier. Nur ich bin brauner und noch ein bisschen sexier. Check den Text hier. So flüssig und Highland nennen ihn Elixier. Das ist Zaubertrank, bitte merkst dir. Bitte merkst dir, bitte merkst dir. Lass sie alle reden, lass sie Halle beben, was für ein geiles Leben. Ich mache Scheine, indem ich reime, so wie Heinrich Heine. Album kommt im Frühjahr, meine Konkurrenz wird spätestens im August ein Fall erleben. Der Richter und Henker für Dichter und Denker. Er stürzt ab, denn er war von der Dürre matt und stand zu dicht am Geländer. Von meinem Hotel-Suite-Balkon. Und das war's aus meinem Poesie-Album. Und darauf reimt sich grobe Viehhaltung. Punkt. Guck mal hier, dies mein Poesie-Album.